Was geht ab, YouTube? Und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute DNLS22 in TF2-Projekt, meine lieben Freunde. Und wir sind hier bei der Ernte bei dem Rotwild. Und, machen wir mal weiter, würde ich sagen. Wie will es eigentlich nicht? Müssen wir ja auf den, Wartlinger warten, bis er mir neue Infos gibt, damit ich die Story da weiterschieben kann. Weil sonst kann mir ja keiner was sagen. Ah, doch, Gemeinde. Dabei, ich will mal kurz telefonieren. Ja. Alle sagen, Alter, dieser Kater. Langhammer hier, hallo. Moin, Langhammer, ich bin's, der Kurt. Hallo, Herr Kolmleiten, wie geht es Ihnen? Ach, sehr gut. Und Ihnen? Ja, kann mich nicht beschweren, wa? Das ist doch super. Erstmal das Wichtigste. Ich brauche einen Termin mit dem Rotwild bei Ihnen. Wir haben die Rechnung bekommen für die Kuhstall. Ja. Wir haben ja gesagt, dass Sie damit ein bisschen was investieren, damit wir wissen, wie viel, damit wir die Rechnung bezahlen können. Ach, stimmt, diese komische Bio-Zuschlagspauschale da irgendwie. Ja, genau. Ja, genau. Nee, können wir machen. Heute noch oder? Also am heutigen Tag oder irgendwie heute Nachmittag oder so auf Kaffeekuchen? Oder ja, weil wir haben heute noch so eine Fahrzeugvorstellung irgendwie später im Laufe des Tages. Okay, ja, dann wann heute? Ja, also im Laufe der Tage, sag ich mal. Ne? Also so. Jetzt hier, weiß ich nicht, müssen wir mal kicken. Oder, ja, also das kriegen wir schon irgendwie hin. Ja, wie sieht der Terminkalender aus? Bitte? Ich hab gerade mal Kurti, den anderen Kurt gefragt, wie der Terminkalender moin, aussieht. Moin Kurt, du bist ja laut hier im Auto. Ach so, moin. Wir sind gerade unterwegs zusammen, moin. Ich weiß nicht, wie flexibel du jetzt bist, Rudi, du musst ja noch was machen am Hof, ne? Ansonsten... Ja, also je nachdem, was haben Sie denn jetzt vorher kommen, Leuten? Ich bin hier gerade mit dem Rotwild sein Feld am Ernten. Ach so, na gut, dann wollen wir da natürlich nicht stören, weil sonst hätte ich jetzt gesagt, wenn nicht, würden wir das jetzt schnell irgendwie besprechen, aber ich weiß nicht, haben wir da irgendwie diese Zuwendung, sag mal, haben wir das schon irgendwie erklärt, Kurti? Ja, aber ich hab's gerade nicht im Kopf. Ich müsste also jetzt kurz im Tablet nachgucken. Ich würde jetzt einfach vorschlagen, dass wir uns die Tage oder heute Laufe des Tages, wie auch immer, so wie gerade Zeit ist, uns in eine Gemeinde treffen, darüber ganz in Ruhe reden und dann schauen wir weiter. Das muss jetzt ja nicht, also ich habe ein bisschen Zeit, die Rechnung zu bezahlen, das ist jetzt ja nicht, dass sie sofort morgen bezahlt werden muss, also... Ja, nee, können wir gerne so machen, kein Problem. Was ernten Sie denn da, Schönet? Bitte? Was ernten Sie denn, Schönet? Ist das schon Erntezeit? Gerste ernten wir gerade. Guck mal an, Bio-Gerste oder normale Gerste? Normale. Okay, interessant. So früh schon, ja, das ist ja... Oh. Wusste ich gar nicht, dass die im Juni schon reif sind. Ja, wusste ich auch nicht, aber... Naja, Rotwild hat mich angerufen, ich habe gesagt, ich helfe, komm, warte, ich bin gleich da. Okay. Und das zweite? Sie wollten genau. Mehr, oder? Das zweite ist, gibt es Unterlagen bezüglich des alten Lindixhofs, was jetzt den Rosenberg gehört? Oh Gott. Ich hatte da gerade mit den Wartlinger drüber gesprochen. Der hatte ein paar Dinger, wer den Hof zuerst hatte, wer den vor dem Lindig hatte. Aber die Sachen, was vor dem Lindig passiert ist, da gibt es geschwärzte Sachen halt und da war eine Gerichtsverhandlung offen. Aber diese Gerichtsverhandlung verläuft sich nachher ins Nix. Und dann wurde der Hof einfach verkauft an den Lindig. Aber warum? Wieso? Ja, da ist sogar noch eine Revision gewesen und so weiter und so fort. Falls Sie sich jetzt fragen, warum ich mich dafür interessiere, ich interessiere mich deswegen nicht als Polizist, ich interessiere mich dazu, ich wollte halt ein kleines Buch über die Gemeinde schreiben, was hier schon alles passiert ist, so 100 Jahre Waldstätten, ne? Und ja, okay, das ist gerade so das Ding. Und da habe ich mich jetzt halt ein bisschen schlau gemacht in der Waldstättener Bücherei und ja, aber die Aufzeichnungen gehen bei den Lindighof leider nicht so weit zurück. Oder nur halb, weil da alles geschwärzt ist, rausgestrichen wurde, Zettel fehlen und so weiter und so fort. Ich habe jetzt aber schon herausgefunden, dass der Lindig, der war ja damals mit dem Bürgermeister, der vor ihm da war, in irgendwelchen kriminellen Sachen mit verstrickt. Genau, deswegen kam das ja auch zu einer Bürgermeisterneuwahl. Genau, und ja, wie hat der Lindig den Hof bekommen? Das ist die große Preisfrage. Das ist leider nicht zu 100% dokumentiert. Ja, also da haben sie mich tatsächlich erwischt, muss ich sagen. Ich meine, ich bin ja selber ein Zugezogener, das wissen sie. Ich meine, ich bin ja erst sogar nach Ihnen hier in die Gemeinde gekommen. Genau.
da müsste ich ehrlicherweise sagen, da müsste man wahrscheinlich mal irgendwie mit unserem Archivar oder irgendwas reden, ob wir da irgendwie noch irgendwelche Originalunterlagen haben. Ja. Wenn sie da irgendwie zu Dokumentationszwecken bräuchten, müsste ich fragen, aber das würde wahrscheinlich einen kleinen Moment Zeit in Anspruch nehmen. Ja, klar, um Gottes Willen, keine Hektik. Aber ich weiß nicht, ob, also mit Datenschutz sollte das ja kein Problem sein, oder, Kurti? Kommt drauf an, was drin steht. Also wir würden das erstmal prüfen, was genau drin steht. Ja. Und dann entsprechend natürlich gewisse Sachen vielleicht auch nicht an sie rausgeben. Das müsste man dann gucken. Ich weiß auch nicht, wenn der Prozess an sich noch offen ist, müsste vielleicht auch mal beim entsprechenden Gericht, sag ich mal, irgendwie da. Ja, das Ding ist ja, es war was offen. Hm? Und dann ging irgendeiner, ich weiß nicht wer, weil das leider auch nicht dokumentiert ist, der auf jeden Fall, der den vor den Lindig hatte, der ging in Revision. Ja. Und aber 3 Tage nach dieser Revision, nachdem er die beantragt hatte, wurde die zurückgezogen und es wurde dann auch einfach an den Lindig verkauft. Und okay, das versuche ich herauszufinden, wieso, weshalb, warum. Gut, also aber, okay, ja gut, also da das wüsste ich jetzt aber auch nicht. Also da stecke ich tatsächlich nicht in den Gefilden drin, ja, um irgendwie da nachzugehen, warum das damals so war. Vielleicht, weiß ich nicht, müsste ja irgendwie noch im laufenden Prozess oder wenn der Prozess dann abgeschlossen ist, irgendwelche oder Unterlagen, sag mal, zu dem Prozess geben, die müssen ja dokumentiert sein. Ja. Vielleicht finden sie ja da auch was zu. Ne? Vielleicht lebt ja, der sogar noch. Der Wartlinger ist da schon dran. Oder ich weiß nicht, müsste mal kicken. Ich meine, ich weiß ja nicht, inwieweit sie jetzt da Zugriff auf die Polizeiakten haben, ob der Herr Lindig irgendwie noch zu finden wäre, sogar auch. Ob der jetzt schon wieder entlassen ist aus dem Gefängnis oder. Das müsste ich. Weiß ich leider gar nicht. Müsste ich auch fragen, das kann ich leider so. Könnte man den ja auch fragen, ob der irgendwie eine Ahnung hat, wo der den damals gekauft hat. Ja. Genau. Also, aber da müssten wir dann unseren Archivar, sag ich mal, fragen, ob der da irgendwelche Unterlagen hat in den Gefilden. Ich meine, wir hatten ja da mal irgendwie diesen Server-Zusammenbruch, wo dann irgendwie auch ziemlich viel untergegangen ist. Müssen wir mal kicken, ob wir da irgendwie was wiederfinden. Okay. Genau. Ja, nee, gut, weiß ich da schon mal Bescheid. Vielen lieben Dank für die Infos. Ja, sehr gerne. Wie läuft denn die Sache da mit dem Hanf? Sind Sie da immer noch am Ball oder ist es schon irgendwie jetzt zu? Ich bin da schon am Ball. Ich habe eigentlich schon alles fertig. Ja. Ich war beim Landhandel, hab mir die Samen, der hat die Samen bekommen. Es ist alles, ja. Fertig. Quasi. Das Einzige, was jetzt noch fehlt, ist halt mein Silo. Das Silo? Genau, okay. Das wurde bis jetzt noch nicht angefangen zu bauen. Das ist halt alles. Okay. Wenn die da mit bauen würden, dann könnte ich schon loslegen. Achso, na gut. Ja, dann haben sie da irgendwie mit dem Bau gesprochen, oder? Ja, da ist eigentlich schon alles fertig geplant gewesen, aber. Okay. Ich weiß halt nicht. Dann müsste sie mal beim Herrn Huber nochmal anklopfen. Wobei, die hatten ja da erstmal ihren Kuhstall, hatten sie ja da auf dem Plan, wa? Der ist fertig. Genau, das habe ich letztens durch Zufall gesehen, bin ich mal vorbeigefahren. Das ist ja eine riesen Anlage da, wa? Das sage ich dir, ey, wunderschön, wunderschön. Da war ich letztens schon mit Kurt, da haben wir schon ein bisschen nachgeschaut, geguckt, ein paar Leute waren da. Ja. Das läuft, ne? Das läuft. Sehr gut. Und dann irgendwie noch später dann die Schweinezucht, sag ich mal, ne? Und ja. Dann, aber wirklich okay. Später. Das wird spannend. Waren gerade Kosten, das ist so. kann ich verstehen. Nee, gut. Dann das freut mich ja zu hören, dass es ihn so weit da hinzugeniert. Ne? Ja. Nee, gut. Alles klar. Kurt, Rudi, vielen lieben Dank für eure Zeit. Danke für die Infos. Sehr gerne, sehr gerne. Wie gesagt, wir werden unseren Archivar da mal fragen, was der da weiß oder irgendwas zu sagen hat. Und dann würden wir uns entsprechend nochmal melden. Alles oder klar. Sie müssen einfach bei uns nochmal nachhaken, wenn das irgendwie in der Datenflut, sag ich mal, untergeht, dann gerne auch nochmal nachstochern. Ne? Also, wunderbar. Ja, gut. Nee. Alles klar, ihr zwei. Schönen Tag noch. Tschüss. Mach's gut. Ciao. Oh. Das war nicht so gut. Oh Gott. Ja, hallo? Rosenberg? Was machst du denn hier? Ich wollte dich gar nicht anrufen. Okay, alles klar. Wen kann ich hier geben? Den Erik Huber, ist der bei dir in der Nähe? Der steht genau neben mir. Gib mir den mal. Erik? Ja. Für dich? Gib mir. Mach nicht so lange, mein Prepaid-Guthaben ist gleich alle. Er hat angerufen, oder? Stimmt. Geht auf dein Konto, alles klar. Aber ist bestimmt ein Auslandsanruf. Ich weiß nicht. Da muss ich mitzahlen. Hier, nimm jetzt. Ja, nehme ich dann. Dankeschön, ja. Ja. Huber? Ja, moin. Kurt hier. Moin. Ich hab grad mitgehört. Da kommen keine Kosten auf mich zu. Ich hab Bio-Mobile. Geht voll gut. Gesundheit. Ja, pass mal auf, warum ich anrufe.
Was ist da jetzt mit meinem Gewächshaus? Ich muss losgehen. Die Samen habe ich alles hier. Ja. Ja. Immerhin. Immerhin. Läuft. Wir sind aber jetzt gerade fürs Wurm am Gerät am Fahren. Ja. Ja, ich kann nicht einplanen. Ja, sag mal, verkauft ihr auch rein zufällig Hochdruckreiniger? Da macht der Händler, verkauft die. Wir verkaufen kein Gerät, aber wir können dir einen Waschplatz bauen. Nee, Waschplatz bauen, Ding reicht. Seitdem ich hier hingezogen bin, versuche ich einen Kercher zu bekommen. Irgendwie wird das immer vergessen, ich habe keinen Kercher. Hornbach. Ich fahr jetzt gleich erstmal wieder zum Lindeck, dort ein bisschen putzen. Ja, ruf den Eduard an, der hat das für dich, der macht das für dich. Ja, das ist klar, weiß ich Bescheid. Jungs, ja? Wir hören uns. Tschüss. Alter. Stopp. Ist die Rechnung bezahlt? Welche Rechnung? Bezahl jetzt die Rechnung, während du am Telefon bist. Welche Rechnung denn? Für die Schokolade. Ach so, ja, das kann ich eben machen, wenn du die Rechnung da haben willst. Tut mir leid, mein Freund. Sonst schicke ich dir nämlich meine viele Wunderhose vorbei. Für eine Palette $3,300 Euro? Ja, Fahrtkosten dabei. Fahrtkosten dabei. Ja, wir haben die nicht nach Hause gebracht, weil du Transportfahrten, 800 Flocken. Das ist der Standardpreis. Der ist Standardpreis so eingespeichert. Und pass mal auf, wenn du so weitermachst, schicke ich dir bei Delfinen Unterhose vorbei. Delfinen Unterhose? Ja, den Slipper. Ja. Ja, der ist nicht gut. Der ist gut, weil ich. Pass auf. Ja. Wo ich dich auch gerade. Mal dein. Ja? Ich fahre mal eben zu dir am Hof und tu da mal meinen Drescher hinwaschen, ne? Nee, machst du nicht. Warum? Weil dann die nächste Rechnung kriegst. Ich bin gleich schon da. Tschüss. Ja, hau rein. Ciao. Tschüss. Sag mal, was guckt. So. Rotwild? Jo. Fahr mal eben zum Lindighof, mein Drescher waschen. Zum Lindighof? Ja. Ach so, ja, okay. Nee, gut, bei mir, glaube ich, mir echt kommt es nicht rum, weil ich habe auch einen Hochdruckreiniger, aber das ist, glaube ich, zu eng hier bei mir. Ah, ja, alles gut. Der Lindighof kann das ruhig machen. Danke dir auf jeden Fall für die Hilfe, ne? Ja, gar kein Problem. Dann gehen die nächsten beiden Paletten Erdbeeren auf meine Kappe. Ja, alles gut. Gehen wir schon hin. Beim Biola. Jo. Okay, Rotwild, dann verabschiede ich mich, danke und ja. Bis zum nächsten Mal. Sobald du Termin hast wegen Büro, wegen Bürger. Ach so, haben wir, habe ich gerade noch gemacht. Machen wir die Tage, heute, also jetzt die nächsten paar Stunden nicht, aber beim nächsten okay. Paar Stunden. Okay, ich weiß ja Bescheid. Ja, alles klar. Rotwild, tschüss. Ja, cool, danke dir, ciao. Weil zum Lindück. Da wasche ich jetzt mit Drescher, da zeige ich dir. Mach mal die runde Umleuchte an.
Ich sehe gerade auf der Minimap, da ist auch jemand am Hof. Herr Kolbleiten! Ja! Hallo. Alles gut bei Ihnen oder was? Ja, alles gut. Ich habe kurz mit Rosenberg gesprochen. Ich darf hier den Drescher waschen. Ach so, na, dann, nee, alles gut, dann weiß ich Bescheid. Aber nicht an die Tankstelle hinten ranfahren, ne? Ich hab gehört, das Ding schluckt wie sonst was. Nee, ich will nur waschen, mehr nicht. Nein, alles gut. Alles klar, weiß ich Bescheid. Jo! Das sieht immer aus wie Rost, ist aber nur Matsch. Scheiße, muss ich hier rückwärts raus. Tja, wir sind aber jetzt bei 19 Minuten und die Fahrt da zurück, das brauchen wir ja nicht. Aber meine lieben Freunde, in dem Sinne wünsche ich einen wunderschönen Tag noch. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen und ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Haut rein.